Stuttgart im Jahr 2002. Ein Standort der Solidität, Ordnung und Wirtschaftskraft wird Anfang der 2000er durchgewirbelt von einer Horde von jungen Wilden. Der Orkan VfB Stuttgart fegt aus der Schwabenmetropole über Deutschland hinweg durch ganz Europa. Für Fans und Protagonisten bis heute eine richtig geile Zeit, in der die Spieler des VfB aber auch so einige Opfer bringen mussten. Quelix sei Dank. Die Methoden des Felix Magath, gefürchtet und doch erfolgreich. Underdog Stuttgart gewinnt in der Champions League sensationell gegen die Übermannschaft Manchester United. Aber gehen wir erstmal zurück zum Anfang. 2001 rettet Magath den VfB Stuttgart am vorletzten Spieltag vor dem Abstieg. Und dann beginnt sie, die geile Zeit, viel Training beim Felix, aber wir sind da auf jeden Fall marschiert und es war so die Geburtsstunde des neuen VfBs nach dem magischen Dreieck, nachdem wir ein Jahr vorher fast abgestiegen wären. Meine erste Saison praktisch gestartet bin als waschechte Nummer 1 2000, 2001 unter Ralf Rangnick und danach kam eben die Zeit der jungen Wilden, wo der VfB eigentlich eine aus der Not eine Tugend gemacht hat, einfach junge Talente auch reingeschmissen hat. Ein paar erfahrene Spieler hat mal unsere Seite und es war einfach eine super Mischung. Eine Mischung, von der auch Timo Hildebrand profitiert. Wie Vorgänger Ralf Rangnick setzt auch Felix Magath auf einen Torwart mit Talent statt Erfahrung. Der Europameister von 1980 hatte zuvor auch den ersten FC Nürnberg, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt im Tabellenkeller übernommen. Nach dem Klassenerhalt mit dem VfB sollte auch für Magath eine neue Zeitrechnung beginnen. Ich glaube, es war auch eine Riesenchance für ihn, aus seinem Feuerwehr-Image rauszukommen, wo er vorher irgendwie drin war. Und hat eigentlich auch da brutal von profitiert. Klar, es war hart, keine Frage, das weiß jeder. Aber er hat uns schon einfach alles rausgekitzelt und hat einfach diese Mischung, hat er super gemacht mit älteren Spielern wie Balakov, Soldo, einfach auch in Ruhe gelassen oder an seine Seite gezogen und die Jungen sind einfach marschiert und deswegen hat er das zu der Zeit, war es einfach optimal für uns als Verein und als Mannschaft. In der Saison nach dem Fastabstieg führt Magath die Schwaben auf Rang 8, schenkt jungen Spielern wie Alexandre Chleb, Christian Tiffert oder Andreas Hinkel das Vertrauen. Und deren Entwicklung geht rasend schnell. 2002, 2003 mischt der VfB mit Shootingstar Kevin Kurani die Bundesliga auf und stürmt auf Rang 2 in die Königsklasse. Ein Riesenerfolg, den Macher Magath im wahrsten Sinne des Wortes aus den Spielern herauspresste. Also das Härteste kann ich dir sofort sagen, auf Sylt Trainingslager. Da war es dann irgendwann so, nach dem Trainingslager ist kein Essen irgendwie mehr drin geblieben. Da war der Organismus so ausgelaugt und so überstrapaziert, dass da nicht mehr arg viel ging vom System her. Aber wie gesagt, er hat uns da in höhere Sphären getragen, allein durch die Fitness. Wenn ich überlege, wie viele Spiele wir am Ende da den anderen weggelaufen sind und nochmal Spiele gedreht haben. Also es hatte damals seine Berechtigung, heute glaube ich schwer umsetzbar. Felix Magath war schon immer ein Mann der Taten. Viele Worte brauchte der oft schweigsame Unterfranke nicht. Weder für sportlichen Erfolg, noch für legendäre Geschichten. Also das Verrückteste, was ich mit Felix erlebt habe, war, dass der Vioganer ihn mal mit dem Eisbecher beworfen hat, weil er ihm gesagt hat, hey, was ist los mit dir, Vio? Warum isst du ein Eis und statt ein Bier an der Bierrunde? Also da war irgendwie jeder geschockt. Mannschaftsbesprechungen waren auch immer legendär. Also kann ich mich erinnern, das war sogar zu der Zeit, als wir gegen ManU gewonnen haben, hat er eine Woche vor uns, vor dem Spiel hat er kein Wort mit uns geredet, weil wir waren hier in einer Kunstgalerie, hat er einen Mannschaftsabend anberaumt und dann sind die Spieler reihenweise relativ früh gegangen und er war so sauer, weil wir keinen Bock darauf hatten letztendlich. Und hat er eine Woche lang einfach nicht mit uns geredet. Der ist raus auf den Platz gekommen, hat einfach nichts gesagt. Seine Co-Trainer haben das Training übernommen und er ist auch früher wieder reingegangen. Also es hat ihn einfach gar nicht interessiert. Und es war tatsächlich, glaube ich, zu der Zeit, als wir gegen ManU gespielt haben. Der 1. Oktober 2003. Ein Tag für die Stuttgarter Geschichtsbücher. Nach dem 1:2 im ersten Gruppenspiel der Champions League bei den Glasgow Rangers steht der VfB ausgerechnet gegen den englischen Meister Manchester United unter Druck
eine schier unmögliche Aufgabe. Aber nicht für die jungen Wilden. Zwischen 21.50 Uhr und 21.52 Uhr dürfte die Richterskala im Gottlieb-Daimler-Stadion zwei Mini-Erdbeben gemessen haben. Imre Sabic und Kevin Kurani sorgen mit einem Doppelschlag für Explosion und Eskalation im Stadion pur. Ich meine, es hat keiner damit gerechnet, dass wir gegen so eine Spitzenmannschaft, die damals einfach über allem stand, irgendwie schlagen konnten. Aber das war wirklich das erste Mal auch in dem Stadion, nachdem wir uns so vom Abstieg gerettet haben, wo das Stadion richtig eskaliert ist. Und es war einfach sensationell, was wir da geleistet haben. Und da auch so dieses Teamgefüge, diese Aufopferungsbereitschaft, einfach mehr zu machen, war einfach sensationell. Mehr machen, eine ganz gute Idee, wenn man Namen wie Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs oder Rio Ferdinand vor sich hat. Gerade der junge Ronaldo, der sein Champions-League-Debüt, nennen wir es mal, feiert, bekommt sein Fett weg. Nach dem Anschluss durch Van Nistelrooy und einem verschossenen Elfmeter von Fernando Meira müssen die VfB-Fans nochmal zittern. Doch das Bollwerk um Marcelo Bordon, Meira und Zvonimir Soldo hält. Und der Nachwuchs um Philipp Lahm, Andy Hinkel und Kevin Kurani kämpft und rennt um jeden Zentimeter. Magaths martialische Methoden machen's möglich. Es war eben ein Spiel voller Leidenschaft von unserer Seite aus. Und natürlich gibt es auch im Fußball halt kaum was Schöneres, als gegen einen haushohen Favoriten dann letztendlich zu bestehen und auch den Favoriten zu schlagen. Mannschaftliche Geschlossenheit, wie man es so oft sagt. Ich glaube, nur darüber geht es, wenn man eben Underdog ist, so eine Mannschaft irgendwie an den Nervenzusammenbruch zu führen, dass sie irgendwie auch gar nicht mehr wissen, dass die so eine Mannschaft sich einfach aufopfert für den Erfolg. Und ich glaube, das ist immer so, dass, und das war uns, für uns damals das Rezept, dass wir so ein Spiel überhaupt gewinnen konnten. Ein Spiel, das keiner, der dabei war, jemals vergessen wird. Durch weitere Siege gegen Panathinaikos Athen und die Rangers veredelt der VfB die United-Sensation. Die Champions League-Saison 2003-2004, für jeden VfB-Fan eine ganz besondere, auch wenn sie gegen den FC Chelsea im Achtelfinale ein bitteres Ende findet. Stuttgart verkauft sich gut, scheidet aber knapp mit 0:1 und 0:0 aus. Wir sind ja ausgestiegen wegen dem Eigentor von Fernando im Heimspiel 0:1 und dort haben wir 0:0 gespielt. Aber damals war Chelsea einfach so ein mega Bollwerk hinten drin. Da war kein Durchkommen mit John Terry und wie sie alle hießen. Deswegen war es einfach schade, aber für einen Verein wie uns war das damals schon trotzdem sensationell, überhaupt ins Achtelfinale zu kommen. Der Erfolg trägt den VfB durch den Rest der Bundesliga-Saison. Nur knapp verpassen die Schwaben auf Platz 4 die erneute Champions-League-Qualifikation. Ich glaube, das war für viele Spieler so, so zwei, drei Saisons, wo die wirklich sich zeigen konnten, wo sie das Vertrauen bekommen haben und einfach aus dem Nichts entstanden sind. Ich denke nur an Philipp Lahm, der ist ausgeliehen worden, klar, ein Talent, aber war von Anfang an Leistungsträger auf der Linksverteidigerposition oder an Alexander Lepp, den niemand irgendwie auf der Platte hatte, aber der unserem Spiel extrem gut getan hat. Und dann kam halt noch so alte Haudegen wie Silvio Meissner, der einfach alles abgeräumt hat dazu. Also wir hatten echt eine super Mischung, super Qualitäten, die wir dran auch auf den Platz bekommen. Super Qualitäten, die auch Hildebrand selbst abruft. 884 Minuten in Folge bleibt er im Jahr 2003 ohne Gegentor. Bis heute Bundesliga-Rekord. Mit dem Stolz dürfte bei Timo Hildebrand auch ein bisschen Nostalgie einhergehen. Denn der VfB Stuttgart und die jungen Wilden 2003-2004, das war einfach eine richtig geile Zeit.